Previously on the Walking Horst. Seriti mitinant. Ich habe die Chance, um wieder mal ein kleines Thema Fotografie ansprechen. Ihr wisst, das ist natürlich wichtig. Die Überlebenstipps in der Fotografie. Was immer, wir sind schon beim Nummer 6 Intro. Das heutige Thema ist sehr interessant. Das ist die analoge Fotografie. Man denkt, das analoge Fotografieren ist vorbei, aber es bricht wieder so ein Hype aus. Viele Künstler benutzen, die Studenten machen auch so ein bisschen Spielereien mit der analogen Fotografie. Spannend! Das Fotografieren hat sich mit der Zeit extrem verändert. Ich spreche das Thema Smartphones an. Jeder kann fotografieren, kann Fotos in höherer Qualität produzieren, oder? Das nennt man auch Knipsen, oder? Knipsen ist so eine Sache. Ich mache es natürlich auch, aber das ist nicht Fotografieren. Das muss man sehr gut separatisieren, oder? Ich sage mal, das mit dem Smartphone bringt euch überhaupt gar nichts fürs fotografische Verständnis. Ich finde, ihr müsst versuchen zu lernen, wie du das Bild einteilen. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt ein Motiv, ein Supermotiv, völlig verhunzen mit der falschen Bildeinteilung. Das heisst, Stimmung übermitteln durch die richtige Einteilung vom Motiv, oder? Vom ganzen Bild. Das ist mein Tipp. Nehmt doch einfach mal eure Kamera mit. Die analoge Kamera, wenn ihr eine habt. Dann postet ihr sonst eine in Ricardo. Da gibt es eine für, sag ich mal, 20 Stutz oder so. Ihr werdet merken, ihr werdet viel vorsichtiger sein, einfach überlegt und das Fotografieren herangehen.
jetzt darum geht, das Motiv auswählen. Ihr schaut durch den Sucher durch und werdet das Bild analysieren oder das Motiv, die Landschaft. Wie teile ich das ein? Ich drücke einmal ab und dann ist das auf Ding brennt, auf den Film brennt. Und das ist eben schon ein bisschen anders fotografieren, als wenn ich es in der Reise. Dazu kommt noch, dass ihr das Bild erst seht, wenn es dann entwickelt worden ist, sagt man vielleicht 2 Wochen später, oder? Oder so. Und das ist so eine Spannung und man wartet so gern auf das Bild, dass irgendwie so eine Aufnahme eigentlich einen völlig anderen Stellenwert oder einen anderen Wert hat für dich, oder? Natürlich haben wir auch eine begrenzte Anzahl, oder? An Fotos, das macht es vielleicht auch noch ein bisschen aus, dass ein bisschen über Leiter fotografiert. Was der Horst wieder da gefotet hat, ist unglaublich. Nummer 5 war das. Nächsten Sonntag kommt es Nummer 6. Der Walking Horst. Ihr wisst es, gefällt mir drücken. Am besten teilt es noch teilen mit euren Kollegen. Und am wichtigsten, abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Bis am nächsten Sonntag, wenn es heisst, der Walking Horst Nummer 6.